die Sie gerade eben begrüßen und die Sie beglückwünschen. Ja, also, es ist natürlich immer ein Traum, euch am Mainzer Eingang zu werden. Toll, dass ich hoffe, bin total definitiv. Wie platt sind Sie denn jetzt eigentlich nach diesen wahnsinnigen Sätzen hier? Wir sind sehr viel leichtsitzender heute Abend. Das ist Schluss. Fertig, fix fertig. Was werden Sie jetzt morgen tun? Erstmal ein bisschen ausspannen oder geht es gleich weiter zum Training oder was werden Sie tun? Ja, wir haben morgen ein Trainingslager in Frankfurt. Aber ich glaube, da werde ich mir auch mal einen freien Tag gönnen. Ja, und heute Abend, wie sieht der heutige Abend aus? Ja, ein Weizen ist schon drin. Noch ein paar mehr, wir würden Sie ihn gönnen. Ja, natürlich auf zwei Seiten. Darf ich abschließend noch eine Frage stellen? Sie sind beide ruhige Vertreter Ihrer Zunft. Wie ist es denn möglich, so ruhig zu bleiben, selbst bei diesem engen Spiel? Ist das mentales Training? Ist das Einstellungssache? Ja, gut, das gehört dazu, dass man jetzt die Emotionen auch im Griff hat und das lernt man auch im Laufe der Zeit. Ja. Also herzliche Gratulation nochmal, Bastian Steger, zweifacher deutscher Meister im Jahre 2011. Herzliche Gratulation, Bastian Steger. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, jetzt bleiben wir noch bei uns. Jetzt kommt das, worauf die Spielerinnen und Spieler zu Recht auch noch gewartet haben, die Ergebnisse, die Siegerehrung. Und dafür haben wir die entsprechenden Helfer. Das sind die offiziellen schon. Als dritte wurden Svenja Obst, MTV Torstedt und Laura Matzke, TTSV Saragui Frau Lauter. Die Drittplatzierten erhalten übrigens Medaillen des Deutschen Tischtennisbundes, Geldpreise des Bayerischen Tischtennisverbands mit freundlicher Unterstützung der Fischer Bürosysteme GmbH.
Schön, dass wir dich meine